Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Mehrere Waggons eines Güterzuges sind am Sonntagmorgen zwischen Hajdúház und Újfehértó entgleist. Die technische Bergung kann mehrere Tage lang andauern, sodass die MÁV auf der Hauptstrecke zwischen Debrecen und Nyíregyháza eine vorübergehende Verkehrsregelung einführt. 9 der 35 Waggons des Güterzuges, der Eisenerz von Záhony über Hegyesalom nach Österreich transportierte, entgleisten und blockierten den zweigleisigen Streckenabschnitt vollständig. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, die Umstände werden von der Polizei und dem Eisenbahnsicherheitsdienst der MÁV untersucht. Die ODOM-Studentenbewegung, die ungarische Mitte-Aktionsgruppe, die Demokratische Lehrergewerkschaft, der Frauenverband, die Lehrerbewegung und mehrere andere Organisationen veranstalteten am Sonntagnachmittag eine Muttertagsdemonstration vor dem Karmeliterkloster in Budapest. Auf der Social-Media-Seite der Veranstaltung wurden die Teilnehmer gebeten, weiße Kleider zu tragen mit einer roten Schleife. Die Organisatorinnen bezeichneten es als empörend, dass die Kinder, die sich gegen die Zerstörung und das Ausbluten des Bildungssystems auflehnen, von den Behörden mit Schlagstöcken, Tränengas und Inhaftierungen bestraft werden. Sie riefen alle dazu auf, ihre Unzufriedenheit mit dem Regime an der Macht durch ihre Teilnahme zum Ausdruck zu bringen. An der friedlichen Demonstration haben hauptsächlich Frauen teilgenommen, Männer wurden gebeten, im Hintergrund zu beobachten und nur einzugreifen, wenn nötig. Auch mehrere Politikerinnen nahmen an der Demonstration teil. Ungarns beliebteste Massensportveranstaltung, der Ultra-Balaton, fand am vergangenen Wochenende statt, mit einer Rekordzahl von über 22.000 Teilnehmern in diesem Jahr. Der 211 Kilometer lange Lauf führte um den gesamten Balaton und es gab die Möglichkeit, allein, zu zweit oder sogar in Gruppen, in großen Gruppen teilzunehmen. Alle Teilnehmer des Ultra-Balaton können Eintrittskarten für die Leichtathletik-WM im August mit einem Rabatt von 50% erwerben. Ein traditioneller Teil des Rennens ist die Wohltätigkeitsarbeit und dieses Jahr spendeten die Organisatoren Geld an 3 Krankenhäuser in Ungarn. Balatonfüßfö bietet nun auch etwas für Adrenalin-Fans, denn es wurde ein 143 Meter langer Pumptrack eröffnet. Die Strecke, die sich in einer schönen Grünzone befindet, bietet Radfahrern und Scootern die Gelegenheit für Sport, Sprünge und Tricks. Ähnliche Strecken und Pumptracks werden in vielen Teilen von Ungarns angelegt, um den Fans extremer Sportarten ein geeignetes Umfeld zum Austoben zu bieten. Das Szeged Wine Festival präsentiert seit 1995 die besten Weine Ungarns und ist das größte Weinfestival des Landes. Dieses Jahr findet es vom 12. bis 21. Mai an mehreren Orten in Szeged statt. Fast alle ungarischen Weinregionen werden vertreten sein, von den größten Weingütern bis hin zu handwerklichen Winzern. Natürlich wird es auch leckeres Essen, Konzerte und andere Aktivitäten und Programme geben. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird das Festival in diesem Jahr Weine nur im Glas anbieten und es ist nur Kartenzahlung möglich. Die Weingüter der Weinregion Pannonhalmer in der Nähe von Győr erwarten am Pfingstwochenende alle Weinfreunde. Am Pfingstwochenende vom 26. bis 28. Mai werden die führenden Winzer der Weinregion, Weinliebhaber und Wanderer mit offenen Kellern, Weinterrassen, ausgezeichneten Weinen und Köstlichkeiten empfangen. Am Samstag, dem 27. Mai, kann man auch mit einem Sonderbus die Weinregion von Pannonhalma entdecken. Ab dem 27. Mai, dem Pfingstwochenende, werden die Strandbäder von Mischgolz, die im Oktober wegen der hohen Energiepreise geschlossen wurden, wieder geöffnet. Der Sejemréti-Strand und der Freiluftstrand in Mischgolz-Topolca werden ab dem letzten Maiwochenende geöffnet sein. Alle Becken der Bäder werden in Betrieb genommen und am Pfingstwochenende wird es auch Aktivitäten und Programme für Kinder geben. Das Wetter in Ungarn. Am Montag sind im Süden und Südwesten von Ungarn leichter Regen und Schauer möglich, gefolgt von einem niederschlagsfreien Nachmittag. Im Westen und Südwesten kann es stärker bewölkt sein, in anderen Teilen des Landes ist viel Sonnenschein angesagt. Der Nordostwind wird vielerorts stark sein, in einigen Gebieten des höheren Nordostens auch böig. Die Temperaturen können am Nachmittag 15 bis 22 Grad erreichen. Der Wechselkurs liegt heute bei 372 Forint für 1 Euro Mittelkurs. Hallo Ungarn!
Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.